Bahnhofskollegen aus Deutschland. Hier eine kurze Nachricht von FDF Holland. Ihr habt alle gesehen, dass wir massal auf die Straßen gegangen sind hier in Holland, dass wir alles, was unsere Regierung jetzt auf uns hinwerft, dass wir dagegen streiten. Und ja, wir haben zum Glück alle Agrarorganisationen in Holland jetzt bereit gefunden, dahinter zu stehen. So auf den Moment möchte keiner mehr mit unserer Regierung sprechen über die Lösung, die sie angetragen haben. Und das ist, dass in Naturschutzgebieten rundherum 90-70% von den Bauern eigentlich weg müssen, oder ja, die müssen den Nitratausstoß verringern bis 70%. Und das ist eigentlich, das hilft die Natur gar nicht, und es ist auch nicht, es ist auch nicht für die Bauern, es ist auch nicht so klipp und klar, dass das so einfach geht. Das wird viele Betriebe kosten, viele Familienbetriebe, und das lassen wir zusammen nicht passieren. Deswegen gehen wir auf die Straße. Und wir sehen, dass unsere holländische Bevölkerung auch hinter uns steht. Das sehen wir auf all den Nachrichten, auf Internet, auf Social Media, aber auch in den Talkshows. Letzten Tag, gestern Abend, war da auch schon Talkshow mit Bauern und mit Polizei und so. Die war auch alles alle im Talkshow dabei, und die haben gesagt, ja, bitte Politik, mach etwas, weil die Bauern, die gehen die ganze Zeit auf die Straße, es wird immer gefährlicher, es wird immer radikaler, immer straffer, und die Regierung hat die Lösung. Die muss aufhören mit den idioten Planen, die muss etwas dafür machen. Und wir rufen danach auf zu allen Bauern in Deutschland: Danke, dass ihr uns unterstützt. Nicht nur, dass ihr über die Grenze fahrt, aber auch solidär in Deutschland überall fahrt. Und ich möchte gerne sagen: Nicht aufhören, nicht aufhalten. Geh auf die Straße, zeig euch, lass euch sehen, warum, nicht nur für uns, nicht nur für Holland, aber es fängt in Holland an. Und es wird genauso gewesen in Deutschland. So, steh auf und streit dagegen. Wenn Unrecht gesetzt wird, ist Widerstand Pflicht. All for one.